Das ganz Spezielle an Saint sind die Häuser mit dem italienischen Einfluss. Das kommt aus der Zeit, wo viele Zentner nach Italien ausgewandert sind. Die meisten haben als Zuckerbäcker dort geschafft, sind sehr erfolgreich gewesen, sind dann zurückgekommen und haben da ihre Häuser als Sommerresidenz ausgebaut. Ja, das ist dann ganz speziell bei diesen alten Engadinerhäusern. Da haben viele den typischen Engadiner Erker, damit man Aussicht hat, auch längs von der Gasse. Aus Neugier, zum Schauen, was auf der Straße los ist, kann man dann links und rechts beobachten. Am Dorfeingang von Saint befindet sich der Skulpturenpark. Da sind verschiedene Skulpturen von meinem Bruder sowie Kunstbauten entstanden und der Park ist auch öffentlich zugänglich.